Die Mille Miglia gehört zu den bedeutendsten Rallyes, die man mit einem Oldtimer bewältigen kann. Mille Miglia, das heißt 1000 Meilen von Brescia nach Rom und wieder zurück. Das Ganze im Renntempo. Und die Mille Miglia schafft es Jahr für Jahr, Teilnehmer erneut in ihren Bann zu ziehen. Gründe dafür sind die beeindruckende Streckenführung und die enthusiastischen Zuschauer. Mehr als 1 Million Autobegeisterter haben in diesem Jahr einen Platz an der Strecke gefunden und den Teilnehmern zugejubelt. Das Interesse von Oldtimer-Freunden aus der ganzen Welt ist gigantisch. 1300 Teams aus 25 Ländern haben versucht, einen Startplatz bei der diesjährigen Mille Miglia zu ergattern. 380 hatten das große Glück, dabei sein zu können. Und auch der eine oder andere Promi ist mit dabei und die Begeisterung schlägt auch dort hohe Wellen. Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Ein wunderbarer alter Jaguar, tolles Wetter, Italien, was will man mehr? Horst Lichter ist nicht nur ein beliebter Fernsehkoch. Er hat auch eine Leidenschaft für alte Motorräder und Autos und geht dieser auch gerne nach. Wenn es seinen Terminkalender zulässt, dann fährt er bei Oldtimer-Veranstaltungen mit. Die Mille Miglia ist für ihn aber ein echtes Highlight. Einer der schönsten Oldtimer-Rallys der Welt, wenn nicht die schönste. Man muss ja nur mal umgucken, dieses Flair gibt es so nirgendwo. Und da die Straßen gesperrt werden, all das, die Menschen aus der ganzen Welt, schon sehr schön. Und auch wenn beim einen oder anderen Teilnehmern die betagte Technik mal den Dienst quittiert, ist Hilfe meist schnell zur Stelle. Bei kleineren Malheuren helfen sich die Teilnehmer auch untereinander aus. Geht etwas Größeres kaputt, ist es gut, wenn professionelle Hilfe in der Nähe ist. Einige Autohersteller betreiben großen Aufwand, damit ihre Schätzchen auch die 1000 Vollgasmeilen wegstecken. Zur Not sogar mit einem kompletten Motor. Und auch wenn sich ein Triebwerk mal verabschiedet, sind die Experten von den Qualitäten der Autos von damals beeindruckt. Ich bin also sehr begeistert, wie gut die Autos damals schon waren. Auch von der Ergonomie her, von der Übersichtlichkeit, eigentlich alles ist am richtigen Platz, alles funktioniert. Ich kann mir sehr gut vorstellen, weshalb das Auto damals wirklich so erfolgreich war. Es ist ein ausgewachsenes Auto, wenn man das mal vergleicht mit Fahrzeugen halt in dem Zeitraum, die ja auch mitfahren, dann ist der Käfer schon ein tolles Auto gewesen. Weil alle Teilnehmer in ihrem Auto etwas ganz Besonderes sehen und dieses auch gerne anderen zeigen, wird auch die Mille Miglia im kommenden Jahr ein faszinierendes, rollendes Automuseum bleiben. Allerdings im Renntempo.